06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Johnny, am Ende nehmt ihr einen Punkt aus Ingolstadt mit. Gerade nach der Anfangsphase hatte man das Gefühl, es ist viel mehr möglich. Hinten raus irgendwo ein verdientes Unentschieden? Wenn man das jetzt das ganze Spiel sieht, auf jeden Fall. Also ich denke, in den ersten 10 Minuten haben wir halt noch 2 dicke Dinger. Die machen wir halt nicht. Und dann kriegen wir halt durch einen Fehler, aber das kann halt immer mal wieder passieren. Dann auch noch abgefälscht durch die Beine von Max. Das ist einfach ärgerlich. Aber da muss man auch sagen, kam Ingolstadt viel besser rein. Und dann hatten wir auch wirklich bis zur Halbzeit gar keine Chance mehr. Und dann zweite Halbzeit hatten wir auf jeden Fall noch ein, zwei Situationen, wo vielleicht ein bisschen mehr Glück, auch bei meiner Situation vielleicht noch 11 Meter, weil ich bin eigentlich schon durch. Jetzt spielen wir 1-1, aber ich denke trotzdem, dass man in Ingolstadt 1-1 ist schon gut, und jetzt dann wollen wir Sonntag gegen Essen wieder 3 Punkte und ganz einfach. Aber die Anfangsphase war nahezu perfekt eigentlich, ne? Ja, genau, also so haben wir uns das auch vorgestellt, dass wir dann die tiefen Bälle dann auch auf mich und Malik und wie gesagt, das ist halt, zieht sich vielleicht auch ein bisschen mal durch die Saison, ne, dass wir auch trotzdem viele Chancen kreieren und dann der letzte Pass irgendwie oder kommt noch ein Bein dazwischen. Das ist immer ein bisschen Pech. Wenn wir die alle machen würden, dann hätten wir bestimmt noch ein paar Punkte mehr. Aber das ist auf jeden Fall trotzdem, dass wir uns die Chance erarbeiten, ist schon gut. Und dann schlussendlich wird man irgendwann auch sagen, ja, jetzt haben sie die auch alle reingemacht. Dein Tor war sehr, sehr schön. Der Jubel war sehr, sehr schön. Nimm uns in beides einmal mit. Ja, ich kriege halt einen tiefen Ball ich habe mir die Situation gerade nochmal angeguckt. War ein schönes Tor, klar, aber... Ja, der Jubel ist, glaube ich, mein neuer Jubel, habe ich mir die Woche jetzt überlegt. Der Adler muss fliegen und deswegen, ich hoffe, dass ich den diese Saison noch öfter zeigen kann. Preis an alter Wirkungsstelle wieder reingerutscht, 19 Minuten spielen dürfen. Ich glaube, das wird großen Spaß gemacht haben. Wie zufrieden oder unzufrieden bist du am Ende mit dem Ergebnis? Ja, ich denke, unterm Strich können wir den Punkt mitnehmen, auch wenn wir, glaube ich, nach 10, 15 Minuten 3 unglaubliche Chancen hatten, wo wir wirklich 2, 3 Dinger machen müssen schon fast. Schießen dann ja fast ein Eigentor, würde ich sagen, also hatten dann bis dahin eigentlich alles unter Kontrolle. Dann verlieren wir komplett den Faden aber bis zur Halbzeit, haben Glück, dass da nicht das 2-1 fällt. Und ja, dann haben wir immer so ein paar Nadelstiche gesetzt. Ich glaube, Johnny hatte noch eine Riesenchance, wo er aus 5 Metern den Ball nicht richtig trifft. Ingolstadt war aber auch immer so ein bisschen gefährlich, haben viel mit weiten Einwürfen, Flanken gearbeitet, haben dann alles wegverteidigt und deswegen nehmen wir den Punkt mit. Wie schwer ist es irgendwie für den Kopf, wenn die Anfangsphase so wie aus einem Guss ist und auf einmal so ein Bruch ins Spiel kommt? Ja, es hat man schon gemerkt, dass es in uns arbeitet. Also es hat uns wollten wir das nicht so haben. Es ist dann passiert, im Fußball spielt dann eben viel im Kopf ab, weil wir so gut gestartet sind. Dann mit einem Tor ändert sich das Spiel und der Spielverlauf so ein bisschen. Da gilt es aber dann trotzdem noch gefestigter zu werden, auch jetzt über die Saison hinweg, auch das als Lernprozess mitzunehmen, dass wir eben weiterhin unser Spiel durchziehen und uns dann nicht verstecken, weiter mutig Fußball spielen. Und denke aber trotzdem, alles in allem sind wir auf einem guten Weg. Und du sagst es, in der zweiten Halbzeit habt ihr eigentlich das dann auch wieder getan. Ja, das stimmt. Also wie schon gesagt, haben wir auch ein bisschen in taktisch, nicht Veränderungen, aber so wie wir es besser auflösen wollten, nicht immer ins Pressing reinzuspielen, auch einfach oben drüber Johnny Malek in die Laufduelle schicken, nachrücken, und so wurden wir dann auch das ein oder andere Mal gefährlich. Trainern, Punkt ist es am Ende in Ingolstadt. Vorher wärst du wahrscheinlich zufrieden damit gewesen. Wie ist es jetzt nach den 90 Minuten? Ja, es ist so ein bisschen... Ich bin so hin und her gerissen. Ich glaube, wir haben die ersten 10 Minuten richtig guten Fußball gespielt. 2, 3 hundertprozentige Torchancen gehabt, machen ein Tor. Bringen wir uns selbst ein bisschen in Schwierigkeiten mit dem Gegentor. Haben dann auch den Faden verloren, muss man klar sagen. Da wurde Ingolstadt dann besser und hat uns dann wirklich so 20 Minuten vor der Pause ganz schön reingedrückt. Wir haben dann schlechtes Pressing überspielt, sind dann aber die zweite Hälfte viel besser wieder reingekommen, haben es in der Halbzeit angesprochen, was wir besser machen wollen. Die Jungs haben es umgesetzt. Haben da noch mehr Druck aufgebaut und ich glaube, am Ende waren wir dem Sieg vielleicht einen Ticken näher, aber im Endeffekt musst du damit zufrieden sein. Wir haben heute gegen eine Mannschaft gespielt, die die meisten Tore der Liga geschossen hat, die sehr heimstark ist, und den Punkt nehmen wir gerne mit. Aber mit dieser Abwechslung im Spiel hat man mal wieder gemerkt, wie sehr oder wie entscheidend einfach der Kopf ist. Das ist so, ganz genau. Also der Kopf ist im Fußball der größte Muskel. Und das Entscheidende, sagt der Luis immer, muss ich dazu sagen. Und das ist das Entscheidende und das heute hat es auch wieder gezeigt. Trotzdem, die Woche läuft gut, gegen Bielefeld gewonnen, jetzt ein Punkt in Ingolstadt. Da kann man mit breiter Brust und viel Freude ins Wochenende gehen. Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt erstmal nach Hause fahren. Das heißt, die ganze Nacht fahren wir jetzt durch. Und dann werden wir regenerieren. Und dann freuen wir uns alle auf Sonntag. Wir werden die Fußballschuhe anziehen und gegen Essen Fußball spielen.